Hallo, heute nehme ich euch mit nach Sokode. Da bin ich geboren und haben viele Freunde getroffen, alte und neue. So. Wir fahren jetzt nach Sokode, in Usmans Geburtsstadt. Heimatstadt. Sokode ist Togos zweitgrößte Stadt mit 118.000 Einwohnern. 8 Autostunden quer durch Land. Unser Mittagessen kaufen wir unterwegs. Erkennst du das wieder? Ja, schon ein bisschen. Ja? Ich schon ein bisschen. Soweit. Als wir aus dem Bus aussteigen, empfängt uns das ganze Dorf mit traditioneller Musik. Das war wirklich der Wahnsinn. Und plötzlich sind wir mittendrin in der Party. Der Imam begrüßt uns und Rudi bekommt erstmal ein Gewand geschenkt. Je trouve que le village, ils ont fait tout ce qu'il était dans leur possibilité de nous montrer comment la culture ici fait le bienvenue. Und dann muss ich plötzlich übersetzen. Französisch ist Amtssprache, aber in Togo gibt es fast 40 verschiedene afrikanische Dialekte. Hier sprechen alle Kotokoli. Das ist meine Muttersprache. Und dann wird getanzt. Unsere Ute tanzt mit dem König des Dorfes. Und irgendwann tanzt jeder mit jedem. Danach haben wir eine Weberei besucht. Hier werden noch nach alter Tradition die bunten Stoffe hergestellt. Das finde ich echt interessant. Das macht auch teilweise sehr viel Spaß. Man muss halt sich viel bewegen. Bloß das einzige Manko ist, dass man im Sitzen Rückenprobleme mit der Zeit bekommen würde. Also bei mir ist es so. Mama, ja. Hallo. Hallo. Sali. Das ist wieder meine Mutter. Sie hat in ihrem Haus Spaghetti gekocht und uns alle eingeladen. Bonsoir, Monsieur. Willkommen. Und dann endlich wieder Fußball. Ja, hier in Deutschland gibt es natürlich Vereine, wo man mit F-Jugend, E-Jugend oder D-Jugend oder was weiß ich anfängt. Und in Togo gibt es sowas leider nicht. Es gibt entweder erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, wo die nur die Großen da spielen. Und die Jüngeren, die Kleineren machen, organisieren ihre eigene Mannschaft, wo sie dann auch Freundschaftsspiele, Turniere organisieren. Am Abend haben wir uns die Quali-Spiele für das Fußballturnier angeschaut. Mitgemacht haben Mannschaften aus den verschiedenen Dorfdistrikten von Sokode. Am Ende gab es Elfmeterschießen. Danach war klar, wen wir am nächsten Tag wiedersehen werden.